Jo, heute gibt's wieder was Süßes, auch ein Snack. Haferflocken, Magerquark, Sprudelwasser, also mit Kohlensäure, dass der Quark cremig wird. Eine Banane, Vanilladrops, sehr geil. Und gemischte Beerenfrüchte. Ja, den Magerquark habe ich jetzt schon in die Schüssel, habe ein bisschen Wasser mit Kohlensäure rein. Habe das jetzt mal verrührt. Müsst ihr so lange verrühren, bis es so eine cremige Konsistenz gibt. Jetzt mache ich hier von den Vanilladrops, ich mag es gern ein bisschen süßer, mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das langt. Macht ihr rein. Dann die Haferflocken. Das verrühre ich jetzt und lasse es so 2-3 Minuten einziehen. Bis gleich. So, ich gebe jetzt hier die Beerenfrüchte dazu. Verrühre das kurz und mache dann obendrauf diese Bananenscheiben drauf. Und dann kommt noch Zimt und Kokosmehl obendrauf. Seht ihr gleich. Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt kommt noch Zimt drauf. Ja, Kakaopulver mache ich auch noch ein bisschen drauf. Und dann das Kokosmehl. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Schmeckt auch richtig gut. Ja, und ganz einfach und ganz schnell zubereitet. Makro seht ihr dann gleich. Jo, also hier die Makros. Das sind knapp 500 Kalorien, 5,1 Gramm Fett, 68 Kohlenhydrate und Eiweiß 38, also 39 Gramm. Hier seht ihr noch, was ich verwendet habe. Gut, hier steht jetzt Heidelbeeren. Das macht ja keinen Unterschied zu den gemischten Beerenfrüchten. Ja, dieses Video habe ich jetzt mal richtig kurz gehalten, aber ich denke, so ist es okay. Oder was sagt ihr dazu? Wenn es euch gefällt, liked es. Also bis dann.